Hallo liebe Freunde von Racing 69, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir gedacht, nachdem wir ja jetzt wieder ein bisschen offline gefahren sind, fahren wir doch ein bisschen online. Ja, aber mal nicht iRacing, sondern wir testen heute einfach mal an Race Room. Multiplayer Race Room. Und da schauen wir doch gleich mal, was wir da so haben. Moment mal, ich muss euch da oben mal kurz umschalten. Sagedi-Bagedi. So, das sind wir auch schon. Da sehen wir hier der BMW 235 auf Suzuka. Im Moment noch Training. 9 Minuten und danach ein 15-minütiges Rennen. Qualifying gibt es dann wohl da auch noch. Ja, was soll's, ne? Im Moment sind es nur 4 Spieler. Keine Ahnung. I would say, let's jump mal da in, wenn wir das können. So zum Rennen, so, zack. Dann nehmen wir uns doch gleich mal hier den schönen BMW, den wir neulich auf Paul Ricard gefahren sind, und hüpfen mal in dieses Online-Player-Spiel. Oder Rennen. Ja? Ich habe erst ein oder zweimal, meine ich, in Race Room gefahren hier. Ja, da sind, wie wir sehen, tatsächlich nur 5 Leute drauf, aber da werden schon noch mehr kommen. So, Qualifying. Fahren wir, oder? Ach so, man wird hier einfach mitten auf die Strecke geschmissen und das ist ja toll. Hat man nur eine Runde oder was? Wir gehen das jetzt mal relativ entspannt an und gucken uns das alles erstmal an, wie das hier so läuft. Da das ja nur 15 Minuten Rennen sind, ja, gucken wir einfach erstmal. Das war schon mal nicht gut hier in der Kurve. Six.
Man hat doch nicht mal eine Runde. Warum kann man da nicht aus der Box rausfahren? Verstehe ich nicht. Lawiner in der Boxengasse nur rumgestanden, ne? Und sind jetzt hier die Superschnellen. Schauen wir mal, ob wir noch eine ruhige Runde fahren. Hä? Zeit haben wir ja. To go 2 minutes.
6 of your best. Der Erstplatzierte, der fährt ja hier offensichtlich voll die Alien-Zeiten, wenn der 2,3 Sekunden schneller ist. Ah, das wird nichts mehr. Rotes Delta. Ah, ja, ja. Ah, ja. Diese ganze 5 Leute fahren hier rum. 62 is 0.31. Slower than your best. Time was at 221.62. Checkered flags out. So, das war die Qualifikation. Von den Leuten, die hier sich angemeldet haben, sind nur 5 Stück gefahren. Ob die anderen dabei sind, keine Ahnung. Oder ob sie warten, ob das jetzt solche Leute sind, die jetzt dann von hinten alles aufräumen. Sowas gibt es ja auch zu Genüge. Wir schauen es uns einfach an. Wir fahren das jetzt. Let's go! Muss ich eigentlich einen Motor anmachen? Wahrscheinlich, ne? Kann ich nicht? Rennen beginnt in 36, 35 Sekunden. Ich weiß nicht, wie das hier geht. Uhu. Dann habe ich noch nicht mal die Kupplung am Lenkrad. Das heißt, ich muss hier mit Vollbrett rein. Ah ja, was soll's. Vor mir müsste ja eigentlich auch noch einer stehen, ne? Ja. 15 minutes. Ah, jetzt, ne? Okay, Benny, here we go. Boah, das war jetzt aber knapp. Das war jetzt aber knapp. Und gleich mal den Start total verkackt. Also das war jetzt schon mal ein ganz schön beschissener Start. Also was hier los ist, ist... Oh Gott, was für Idioten. Jetzt habe ich gedacht, in Race Room geht es mal ein bisschen anders zu. Pustekuchen. Gleich mal einen Schaden mitgenommen hier. Deppen, ey. Also, fand ich jetzt total scheiße den Start, ja. So, Reihenfolge wieder hergestellt. Ah ja. Ja.
Bei den Jungs musst du jetzt aufpassen, dass sie dir nicht nach hinten drauf ballern, weil sie der Meinung sind, sie müssen es da jetzt noch gut machen. Mach jetzt hier die Slowdown. Schon kaum einer gestartet und jetzt sind schon zwei fertig. Gut, wir hatten jetzt auch keine grandiose erste Runde und der erste Turn in die zweite Runde war jetzt auch nicht so besonders. Also dieser Suspension-Schaden, das Auto fühlt sich nicht so wirklich geil an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns darauf einschießen und das Rennen hier zu Ende fahren. Ja, das meine ich. Also was ich jetzt gut finde bei Race Room ist, du hast nicht gleich kompletten Kernschrott, wenn du irgendwie anrammst wirst, so wie das gerne in iRacing mal der Fall ist. Wisst ihr, was ich meine? Also die Autos können ein bisschen was ab.
06, sector 1 is 1.4 seconds off the pace. Oh. Okay, Benny, you're halfway home. Your fuel is fine. Dabei hat er doch solche Alien-Zeiten gefahren. Heiße Reifen vorne. Da vorne, die kriege ich sowieso nicht mit ihren Rundenzeiten. Es ist ja auch egal, wir sind auf dem dritten Platz. Fehler! Vor lauter Gequatsche. Ich sollte nicht mehr reden, während ich Rennen fahre. Es lenkt doch schon sehr ab, muss ich sagen. Also wenn man so richtig im Multiplayer drin ist. So.
ist nicht so schlimm. Der andere Gegner, der ist 10,7 hinter uns, aber trotzdem einmal von der Strecke komplett abkommen. Dann ist er wieder da. Yes, Jeff, I will keep it together. I promise you. That's a podium. Muss man hier jetzt an die Box fahren? Aber immerhin, dritter Platz, Leute. Na gut, war okay, war kaum einer unterwegs und die unterwegs waren. Hat sich ja schon die Hälfte des Feldes abgeschossen, bevor wir richtig im Rennen waren. Also, naja.
anscheinend muss man nicht bis in die Box fahren. Quietsch. So. Was heißt denn jetzt Ziel? Ach, ich bin so ein Newbie hier. Sorry, ehrlich. Ziel. So. So. Das war's jetzt. Okay. Ja, gut. Und jetzt? Gibt's hier USA, Brasilien? 8,2. Nee. Was ist das hier? Ja, aber. Warum ist denn das hier lila? Kann mir das einer erklären? Offensichtlich bin ich zu blöd. AMXX30-. Low Reputation Server. Das heißt jetzt was? Hier gibt's jetzt, was gibt's denn hier? Amerika, Audi TT, Salzburg Ring, NSU, Suzuka, was hat, Nummer 1082, was sind das? Nummer 1083, New Drivers, at, oh Leute, ich bin da wirklich völlig unerfahren, muss ich gerade feststellen. Naja, okay, das war jetzt mal ein schnelles Rennen. Trotzdem hat es Spaß gemacht, auch wenn nicht so viele mit an Bord waren. Mal gucken, vielleicht fahren wir später noch eins. Ich kann jetzt hier raus momentan überhaupt nicht ersehen, was da jetzt Phase ist, was da geht oder nicht geht. Und dann hole ich euch einfach wieder mit dazu, okay? Also Leute, weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier ausgeht. Also ich warte jetzt halt mal. Guck, ob da jetzt noch jemand kommt. Aber das müsst ihr euch ja jetzt nicht mitgeben, oder? Also Race Room Online. Also Multiplayer. Naja. Die setzen uns in ein Qualifying. Yellow Flag. Also eins ist mal sicher, wir sind, wenn zu zweit, wenn jetzt nicht noch einer ins Qualifying gesprungen kommt. Und ob das fährt dann das Rennen oder ob das überhaupt gewertet ist. Keine Ahnung. Aber das ist ja schon ein bisschen lame, oder? Also. Checkered Flag, P3. Hier, Leute, ist halt. Ja, Thomas Seifert hat das Spiel verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Rennen stattfinden wird. Tatsache. Wir fahren jetzt zu dritt in Rennen, ja? So gut. So, jetzt will ich mal wissen hier, Leute. Wie ist das hier jetzt? Ab wann kann ich denn die Zündung anmachen? Weil jetzt ist sie nicht an. Schaut mal, ich kann die Zündung nicht anmachen. Okay, man, get ready, relax. Go, go, go. Car left. Clear left. Waren wir jetzt zu dritten Rennen, oder? Schauen wir uns einfach an, was die da vorne so machen. Schlechter als Dritter können wir ja nicht werden.
Car right. Clear right. Also wie der da vorne die Bestzeit hat setzen können, ist mir ein Rätsel, ne? Woher wusste ich, dass das kommt? Scheiße, und ich mach so einen saublöden Fehler, ehrlich. Come on, Benny, keep pushing, we might get him back.
komm, Strecke verlassen. Wir können da nur drauf hoffen, dass er einen Fehler macht, weil die Autos sind so gleich hier und offensichtlich sind wir beide relativ gleich schnell. Wir beide raus. Okay, Benny. Right side. Clear right. Wir beide denselben Fehler gemacht. Keep doing what you're doing. This is spot on. You're leading. Jetzt müssen wir einfach nur ruhig fahren. Keinen Fehler machen. Time was 2:20.112.
fastest lap for Schmidl, 219.54. Ganganzeige funktioniert nicht mehr. Waren aber am Schluss die Reifen ganz schön im Arsch, ey, mein lieber Johnny, ey. That's a win. Great job. Well done. Right.
Ist ja ein Witz, also ehrlich. Wir haben zu dritten Rennen gefahren und sind, ich bin erst. Und also das ist, da muss ich jetzt mal dazu sagen, irgendwie, weiß ich nicht, da ist Race Room jetzt ziemlich lame. Man muss jetzt dazu sagen, dass das, wir uns ja während des gesamten Rennens hier gebettelt haben, der Herr Kinif und ich. Aber sonst, das, also zu dritt macht es ja keinen Spaß im Grunde genommen, ne? Aber so ist es halt, ne? Also ich denke, dass Race Room online für mich nicht so unbedingt die Wahl sein wird, ne? Also, wenn ihr bis hierher dabei geblieben seid und euch ein Rennen mit drei Personen angeguckt habt, dann seid ihr wirklich Hardcore-Fans und ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.